denken, es gibt einen Jesus oder versuchen zu denken, was hat er für uns gemacht, sondern es geht in erster Linie darum, dass wir eine Beziehung mit ihm haben, dass wir wirklich in diesen Bund eingehen mit Gott, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben dürfen. Und Gott hat seinen Sohn Jesus in diese Welt geschickt. Und Jesus kam nicht einfach irgendwie her und hat sich hier ein schönes Leben gemacht und hat halt gesagt, ja, gucke mir das halt mal ein bisschen an und lache vielleicht die Menschen aus, dass die so schwach sind. Nein, Jesus ist zu den Menschen gekommen. Er ist damals durch dieses ganze Gebiet in Israel gezogen, hat die Menschen gepredigt, hat sich Zeit genommen für die Menschen. Jesus hat auch gearbeitet. Oft hört man immer so viel von Jesus, seine Predigten und von dem, was Jesus gemacht hat. Aber Jesus hat, bevor er das alles gemacht hat, auch circa 30 Jahre ein recht normales Leben geführt, wie mir. Er musste morgens bald aufstehen, er musste seine Arbeit erledigen, musste Haushalt machen, alles Mögliche. Und ich glaube, dass das damals nicht unbedingt einfacher war als heute. Heute machst du deinen Wasserhahn auf und hast fließend Wasser. Der musste damals noch wie so ein Brunnen gehen, wie ihr hier seht, und da erstmal ordentlich ausschöpfen. Also, das war alles noch ein bisschen anders. Und dieser Jesus ist sich nicht so schade, zu den Menschen zu kommen, sondern er möchte wirklich in Gemeinschaft mit uns sein. Jetzt ist halt die Frage, warum eigentlich Jesus? In der Bibel kommt der Name Jesus im Neuen Testament sehr oft vor. Ich habe es nicht erzählt, wie oft, aber auf jeden Fall kommt er ziemlich oft vor. Und die Menschen fragen sich halt, ja, warum Jesus? Was hat Jesus so Wichtiges für Aussage? Und es ist so, dass Gott am Anfang die Menschen erschaffen hat. Ich möchte halt euch jetzt mal mitnehmen auf eine kleine Reise, um das mal zu zeigen, warum eigentlich Jesus. Als Gott den Menschen erschaffen hat, hat Gott den Menschen freier Wille gegeben. Gott ist nicht irgendein Ingenieur, der Roboter baut, wo er ein Programm eingibt und sagt, Roboter, mach jetzt das, mach das, mach das. Sondern Gott lässt den Menschen die freie Wahl. Wir sind ja morgen alle freiwillig hier, oder zumindest habt ihr euch verpflichtet, hier mitzumachen oder so. Aber das war auch freiwillig, hoffe ich zumindest. Und Gott gibt uns die freie Wahl, wir dürfen uns entscheiden. Niemand muss irgendwas glauben, niemand muss irgendetwas machen. Es ist auch traurig, dass es in der Geschichte von der Kirche einfach auch einen Zwang gab, eine Zeit lang, oder heutzutage, dass manche Christen vielleicht meinen, man muss andere was aufzwingen. Das ist nicht der Wille Gottes, sondern Gott möchte, dass sich der Mensch frei entscheidet. Das Problem ist halt, dass am Anfang der Schöpfung schon sich die Menschen leider eben fürs Böse entschieden haben, für die Sünde. Das Wort Sünde, man möchte es ungern aussprechen, man denkt, was bedeutet es? Es hört sich irgendwie so negativ an, aber was ist es? Es ist in erster Linie Zielverfehlung. Die Bibel sagt, dass Gott für uns einen Plan hat, dass er einen Plan für unser Leben hat. Und dass es ein Ziel gibt, das wir erreichen können. Gott hat eine Bestimmung für unser Leben. Gott möchte nicht, dass wir unser Leben in den Dreck werfen, dass wir uns abschießen mit Drogen oder mit was weiß ich was für ein Zeug oder dass wir uns umbringen müssen, weil wir alles für schlecht halten, sondern Gott möchte uns wirklich segnen, er möchte uns wirklich Kraft geben und er möchte wirklich, dass wir mit ihm zusammen leben. Und wie das eben so ist, es ist nicht nur der Mensch, der allein in dieser Welt lebt und irgendwie Böses tut, sondern es gibt unsichtbare Mächte. Und die Bibel redet davon, dass es auch einen Feind gibt. Das ist der Satan. Und es interessiert den Satan recht wenig, ob die Menschen an ihn glauben und sagen, nee, das ist ein Kindermärchen, das gab es halt mal vielleicht früher. Wir glauben nicht an Gott und auch vielleicht an Gott, aber nicht nur an den Teufel oder sowas. Aber das interessiert der Teufel recht wenig, ob man an ihn glaubt, weil er ist einfach existent. Und wenn wir uns die Welt anschauen, was für schlimme Dinge passieren, er mischt gern mit. Und zusammen mit der Sünde des Menschen gibt es ziemlich viel Chaos auf dieser Welt. Aber Gott hat gesagt, er wird uns helfen, er wird etwas machen. Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen. Das war ganz am Anfang, nach diesem, sage ich mal, nach diesem Sündenfall, als dieser Konflikt war. Da sagt Gott in 1. Mose 3, Vers 15, spricht er eben zum Satan, der jetzt in Form dieser Schlange da war, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er, als dieser Nachkomme, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Und wenn wir jetzt uns diese Bibelstelle anschaut, zuerst denken wir jetzt halt an eine natürliche Schlange. Ja, gute Schlange. Ich meine, wir haben jetzt in Deutschland, glaube ich, nicht so viele Schlangen. Ich habe zumindest nicht viel gesehen bisher. Und, aber in anderen Gegenden hat es doch häufiger Schlange. Und die Menschen leben oft in einer Feindschaft. Ja? Da ist eine Schlange, in einer, weiß nicht, wie sie tötet oder wie rennt sie halt davon weg. Es ist oft eine Feindschaft. Und die Schlange beißt und tötet Menschen. Es ist einfach wie ein Krieg da. Aber es geht nicht in erster Linie um dieses Tier, um dieses Reptil, sondern die Bibel redet da davon, von das Geistlichen. Und zwar hat Gott gesagt, er wird einen schicken, einen Menschen, den Nachkommen von dieser Frau, sozusagen. Also es sind ja viele Generationen Menschen geboren worden, bis eines Tages Jesus auf diese Welt kam. Und dieser Jesus hat dann den Teufel besiegt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, wie hat Jesus den Teufel besiegt? Gibt es den dann noch immer oder nicht? Doch, den gibt es noch. Und der wandert auch noch auf dieser Welt umher und der macht auch noch ziemlich viel Blödsinn. Der Punkt ist aber, der nicht alle Menschen müssen unter seiner Macht leben. Es heißt in der Bibel, dass alle Menschen, die wo nicht in dieser Beziehung mit Gott leben, dass sie einfach wie in einer Art Sklaverei leben, wie in einer Art Unterdrückung, weil die Sünde herrscht über sie. Und der, wo die Macht über das Böse hat, nämlich der Satan,
der hat auch die Macht über diese Menschen. Und Jesus ist gekommen, um diese Macht zu brechen. Das ist diese gute Nachricht. Vielleicht habt ihr euch mal gefragt, warum es das Wort Evangelium gibt. Evangelium bedeutet die gute Botschaft, die gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist die, dass Gott Versöhnung haben will mit uns. Und dass er eben seinen Sohn geschickt hat, der kommt und wirklich den Feind besiegt, auch für unsere Sünde gestorben ist. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, weil irgendwelche Menschen gesagt haben, ja, du bist halt irgendwie blöd und du gefällst uns nicht so. Sondern Jesus ist am Kreuz gestorben, weil er sagt, ich gebe mein Leben. Ja, äußerlich hat es wieder ausgesehen, als ob die Menschen was machen. Aber Gott hat es zugelassen, dass sein Sohn stirbt. Weil irgendeiner muss seinen Kopf hinhalten. Ich möchte zu dieser Aussage, wo ich es gerade gemacht habe, dass jemand seinen Kopf hinhalten muss, eine Geschichte heute lesen. Und zwar, diese Geschichte, die hat sich abgespielt circa 1000 Jahre vor Christus. Zu der Zeit hat der König David gelebt. Und ja, genau, das ist der David, der wo gegen den Goliath gekämpft hat. Vielleicht erinnert ihr euch. David hat den Goliath nicht besiegt, weil er so ein super durchtrainierter Mensch war oder sowas. Wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, dieser Goliath war ein starker Kriegsmann. David war ein einfacher Hirte. Das kann ich nicht vergleichen. Aber David hat gesagt, ich komme zu dir heute im Namen meines Gottes. Das heißt, er kam nicht in seiner eigenen Kraft. Er kam nicht in der Kraft von irgendwelchen Menschen, sondern David kam in der Kraft Gottes. Und Gott hat ihm Gelingen geschenkt. Jetzt war es so, David war jetzt ein paar Jahre König. Und nachdem er ein paar Jahre König war, gab es einen Mann, der hieß Scheba. Und dieser Scheba ist gekommen und wollte das Königtum an sich reißen. Das ist jetzt nicht wie heutzutage, dass wir sagen, ja gut, uns gefällt die Regierung nicht, jetzt wählen wir halt wieder irgendeinen anderen oder sowas. Sondern damals war das eben so, wenn du König sein wolltest, hast du Krieg gemacht, hast die Leute eben besiegt oder nicht besiegt. Und je nachdem bist du König geworden oder nicht. Und ja, auf jeden Fall war es so, da kam dieser Mann namens Scheba. Und dieser Scheba hat gesagt, er möchte dieses Königtum an sich reißen. David hat eher im südlichen Bereich von Israel gelebt. Scheba ist in den Norden hochgezogen und wollte die Menschen für sich gewinnen. Und wollte vielleicht auch Krieg dann später führen gegen David. Und David war ja nicht dumm. Und David hat gleich zu seinem Hauptmann gesagt, zu Joab, geh du hinterher, zieh du dem nach, weil sonst nimmt das Königtum von mir. Und jetzt möchte ich vorlesen, diese Geschichte, ich steige jetzt halt mittendrin ein. Das ist 2. Samuel, Vers 20. Als Joabs Truppen eintrafen, belagerten sie die Stadt Abel-Beth-Ma'ara, so hieß diese Stadt. Das war diese Stadt, wo auch dieser Scheba hineingeflüchtet ist. Ja, der ist da hochgezogen, ist in die Stadt rein, wollte vielleicht die Leute für sich gewinnen. Und dann haben jetzt diese Kriegsleute von David, heißt dann, sie errichteten einen Wall vor der äußeren Stadtmauer, also da gab es drumherum eine Stadtmauer, und gelangten so zur Hauptmauer. Die sind also über diese äußere Stadtmauer schon eingedrungen. Passt auch ein bisschen heute zu der Atmosphäre, wir sind ja auf dem Helferstein, da gab es auch schon Krieg. Und sie gelangten eben so zur Hauptmauer und versuchten sie einzureißen. Es ist klar, was willst du auch machen? Die haben halt gedacht, die geben den Scheba nicht raus, also was machen wir? Wir brechen da einfach jetzt ein und holen uns den mit Gewalt. Und alle die, wo sich auflehnen, werden eben dann niedergestreckt. Das war halt damals so. Dann Vers 16. Doch, jetzt kam etwas. Eine weiße Frau, also nicht weiß von der Hautfarbe, sondern die war halt ein helles Köpfchen. Doch eine weiße Frau aus der Stadt rief, hört mich an. Sagt Joab, er soll herkommen, damit ich mit ihm sprechen kann. Diese Frau, die wollte jetzt nicht zusehen, wie ihre ganze Stadt niedergerissen wird. Die wollte nicht zusehen, wie da jetzt Unmenge Leute erschlagen werden, weil bei so einem Angriff, sage ich mal, geht auch viele drauf. Oder die Leute wollen sich vielleicht auch wehren oder denken, was ist hier los? Und sie hat jetzt versucht, es zu beruhigen. Und dann heißt es weiter in der Bibel. Als Joab kam, fragte die Frau, bist du Joab? Der bin ich, antwortete er. Da sagte sie zu ihm, höre deine Magd an. Ich höre, sagte er. Und sie hat ihm viel Ehre gegeben, sie wollte sich nicht irgendwie frech gegen benehmen oder sowas. Und er hat sich zeigt und man dachte, gut, die Frau, die freundlich, höre sie halt mal an, was sie zu sagen hat. Dann steht da drin und sie fuhr fort. Es gab einst ein Sprichwort in Israel. Frage die Stadt Abel um Rat, dann geht eine Sache gut aus. Und diese Aussage heißt eben, dass diese Stadt wohl eine sehr gute Stadt war. Dass es wohl eine Stadt war, wo die Menschen friedlich zusammengelebt haben. Eine Stadt, wo viel, sage ich mal, weise und kluge Leute hervorkommen sind, die viel Gutes für das Land gemacht haben. Und sie wollen jetzt damit einfach sagen, willst du eine Stadt hier niederreißen? Eine Stadt, die wo eigentlich Gott gehört. Das sagt sie nämlich dann auch in Vers 19. Wir sind friedliebende Leute und treue Leute in Israel. Du aber willst eine Stadt und Mutter in Israel zerstören? Warum willst du zerstören, was dem Herrn gehört? Joab antwortete, glaub mir, ich will deine Stadt nicht zerstören. Alles, was ich will, ist ein Mann namens Scheba. Und damals gab es eben keinen Nachnamen, und deswegen sagt er, ein Sohn von Bichri vom Gebirge Ephraim, der sich gegen König David aufgelehnt hat. Wenn ihr ihn mir ausliefert, werden wir von der Stadt abziehen. Also Joab hat jetzt gesagt, gib uns den Mann,
lassen wir euch in Ruhe, wir machen da keinen Stress jetzt, okay? Und dann hat die Frau was gemacht und da steht dran, da überzeugte die Frau die ganze Stadt mit ihrer Weisheit und alle Einwohner. Und dann haben sie dem Schäbab ziemlich krass den Kopf abgeschlagen und über die Mauer rübergeschmissen zu Joab. Und Joab hat aber das Horn blasen lassen zum Rückzug und alle kehrten nach Hause zurück und er ging wieder zurück nach Jerusalem. Und die Sache war gegessen. Ich möchte die Geschichte nochmal ganz kurz wiederholen, um zu zeigen, um was geht's. David sendet seinen Joab, um den, der sein Recht nicht einhält, der eben sich gegen ihn auflehnt, zur Rechenschaft zu ziehen. Und um den zu bekommen, war es eben nötig, durch diese Stadt, in diese Stadt einzubrechen. Und viele Städte haben eben zu solchen Leuten damals gehalten. Aber diese Frau war von Gott gesegnet, weil Gott wollte nicht, dass die Stadt als sinnlos niedergemetzelt wird. Also hat er diese Frau, hat er der Weisheit gegeben, dass sie gesagt hat, macht es nicht. Und dann haben sie eben, die Stadt haben dann auch, die Leute haben dann aber auch gesagt, es ist besser, dass ein Mensch stirbt und einer hier ausgeliefert wird, als dass mir alle hier jetzt drauf geht. Und diese Geschichte, die ich jetzt vorgelesen habe, das kann man wie eine Geschichte auf uns beziehen, auf uns Menschen, auf unsere Beziehung zu Gott. Es ist oft so, Gott fordert von uns auch viele Dinge. Wenn man zum Beispiel in die Bibel schaut, Gott sagt zum Beispiel, liebe deinen Nächsten. Und wenn wir uns mal das anschaut, wer liebt wirklich seinen Nächsten? Es gibt schon Leute, wo sich mögen, aber viele tun sich Böses gegenseitig. Dann heißt es in der Bibel, wir sollen nicht stehlen. Gott möchte, dass man nichts klaut. Und wenn wir mal ehrlich sind, so toll finden wir das auch nicht, wenn man uns irgendwas klaut. Wir haben mal vor ein paar Jahren das Fahrrad gestohlen. Danach habe ich auch gedacht, nee, das war nicht cool. Das war nicht ziemlich schlimm, weil das Ding auch teuer war. Und das ist einfach nicht schön, wenn was geklaut wird. Und trotzdem, die Menschen klauen. Und Gott sagt, wir sollten aufeinander neidisch sein. Und trotzdem, Leute sind neidisch, sind giftig gegeneinander. Und das sind lauter solche Sachen. Das ist die Sünde, die Zielverfehlung. An dem vorbeizugehen, was Gott eigentlich für uns gedacht hat. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wenn jeder mal seine Hand aufs Herz legt und sich mal überlegt, wer von uns ist perfekt? Keiner von uns ist perfekt. Niemand hat irgendwie was vorzubringen. Niemand kann irgendwie sagen, er hat noch nie gesündigt, er hat noch nie was Falsches gemacht oder sowas. Jeder hat schon mal gesündigt. Und im Endeffekt ist so, eigentlich müsste Gott uns alle nachjagen. So wie dieser Joab dem Scheba. Gott müsste uns auch nachjagen und sagen, hey, du hast das und das gemacht. Das ist nicht in Ordnung. Und gerade mir Menschen schreit immer nach Gerechtigkeit. So viele Menschen schreit, ja Gott, hilf doch und da muss Gerechtigkeit. Ich verspreche euch eins, Gott wird helfen und Gott wird Gerechtigkeit bringen. Es gibt einen Tag, das steht in der Bibel, es werden alle Menschen vor Gott versammelt werden. Und jeder Mensch wird vor Gott eben Rechenschaft ablegen für das, was er gemacht hat. Das ist kein Märchen, das ist auch nicht irgendwas, was sich irgendwelche Leute ausgedacht haben. Sondern Gott sagt es ganz klar, er gibt den Menschen Chance auf dieser Welt zum Leben. Wir können uns bewähren, wir können uns mit ihm auch versöhnen lassen, mit ihm zusammenleben. Aber es kommt der Tag, wo man uns verantwortet vor ihm. Und deswegen hat er Jesus geschickt. Gott wollte nicht, dass mir eines Tages alle vor ihm steht und er muss sagen, okay, ich habe euch eigentlich geliebt, ich habe euch so viel gegeben, aber ihr habt halt gemeint, ihr müsst aus eurem Zeug Atombomben bauen, Leute zerbomben, ihr habt gemeint, ihr müsst euch Waffen bauen, Leute abschießen, ihr habt gemeint, ihr müsst Natur mit Füßen treten. Du hast das gemacht. Gott hat Bücher voll im Himmel, weil er weiß, wie wir drauf sind. Aber das Gute ist das, dass Gott in seiner Weisheit gesagt hat, es ist besser, dass sein Sohn stirbt, als dass die ganze Menschheit untergeht. Und deswegen heißt es in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, dass alle Menschen, die eben an ihn glauben, die an Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern dass sie das ewige Leben haben. Gott hat seinen Sohn geschickt als eine Chance für uns. Es heißt in der Bibel, dass Jesus alles auf sich genommen hat. Stellen wir uns jetzt mal vor, auf meiner linken Hand wäre jetzt ein Haufen, ein Schulterberg, lauter Schulter und... Oder na, ist jetzt schlecht zum Zeiger gerade. Stellen wir uns vor, da wäre jetzt lauter Schulter drauf. Und stellen wir uns die andere Hand vor, wo komplett leer wäre, ja? Und Jesus ist wie diese leere Hand. Er ist ohne Schuld. Er hat nichts gemacht. Er ist unschuldig gewesen. Aber unsere Hand ist wegen mir voller Strafzettel, voller Sündenzettel, egal wie du es nennst. Und Gott hat jetzt hier was gemacht. Er hat gesagt, ich tausche. Ich nehme diesen Schulterberg von uns runter, diese Last, dass wir frei sind und tut alles auf Jesus. Jetzt stellt euch vor, Jesus hat es auf sich genommen. Und Gott hat eben Jesus mit dieser Strafe belegt und deswegen ist Jesus gestorben. Aber die gute Nachricht ist eben die, dass Jesus eben nicht tot blieb ist, sondern Jesus ist auferstanden. Er ist auferstanden und es heißt da im Wort Gottes, er ist aufgefahren in den Himmel und er wird wiederkommen. Und es ist jetzt eine Zeit, wo einfach Gott Gnade gibt, wo Gott sagt, ich lasse euch Zeit, dass ihr euch zu mir wendet. Ich möchte, dass ihr mit mir in Gemeinschaft lebt. So sagt es Gott. Jetzt möchte ich mal schon was klarstellen. Die Leute
redet oft vom Glauben. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, da sagen sie, ja, ich glaube auch an Gott. Ich glaube auch an Jesus, so wie du. Vielleicht nicht so krass wie du, aber ich glaube auch an Gott. Und ich möchte einfach dazu sagen, was heißt eigentlich Glaube? Heißt es, ich denke mit meinem Kopf, ich versuche mit meinen Gedanken, mit meinem Verstand zum Denken, es gibt den Jesus. Manche meinen halt, ja, sie denken das halt. Oder heißt es, ich akzeptiere halt, was die Kirche oder was die Bibel oder was Menschen oder irgendjemand sagt über den Glaube oder akzeptiere einfach diese Tatsache oder akzeptiere sie halt nicht. Oder bedeutet es eben, ich muss halt jetzt versuchen, ein nettes Leben zu führen. Ich bin halt jetzt nett zu den Menschen, ich mache halt nicht so viel Scheiß wie früher und so weiter. Von dem allem, was ich jetzt aufzählt habe, gehört sicher immer etwas dazu. Es ist alles nicht schlecht, aber die Bibel zeigt uns, es geht um was viel Tieferes. Es geht nämlich um das, dass man in einer Beziehung mit Gott lebt, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Wenn man die ganze Bibelstelle mal anschaut, ich habe das jetzt nicht für euch alles hier vorbereitet, ich kenne halt einige Stellen und wenn ich mir die so anschaue, es geht eigentlich, wenn du die Bibel aufschlägst, vom Anfang bis zum Ende, eigentlich fast nur um das Thema, bis auf ein paar Ausnahmen, Gott und Mensch, Beziehung zwischen ihm und uns. Und Gott möchte einfach, dass wir in diesen Bund mit ihm eintreten, in diese Beziehung. Und dann fragen eben manche Leute so, ja gut, wenn ich jetzt glaube, ich weiß auch wieder, ja muss ich dann eben jeden Tag Bibel lesen? Muss ich dann in die Kirche gehen? Muss ich dann Geld geben? Muss ich dann das und das machen? Muss ich beten? Und ich möchte einfach sagen, die Bibel zeigt uns, wir müssen gar nichts. Wir müssen überhaupt gar nichts. Letztendlich müssen wir gar nichts von den Sachen machen. Sondern es ist eine Freiheit, die wir von Gott bekommen. Wir müssen nichts machen, sondern wir dürfen. Denke doch mal an eine Beziehung. Ein Mann und eine Frau, die zusammen sind in einer Beziehung. Sie redet gern miteinander. Sie hören einander zu. Es ist kein Stress für die zwei. Die schenken sich gegenseitig gern was. Das ist nichts Unangenehmes für sie. Und so ist es eben auch, wenn wir mit Jesus leben. Wir müssen nicht beten. Aber ich habe die letzten Jahre immer wieder gemerkt, wenn ich ins Gebet gehe, es kommt so eine Kraft drüber, es passiert einfach was. Mein Herz wird einfach wieder fröhlich, mir geht es einfach besser. Wenn ich Bibel lese, ja, das mag vielleicht am Anfang komisch aussehen, man denkt, wer liest biblisch, ist altmodisch. Aber ich habe angefangen mal vor ein paar Jahren, das Buch mal aufzuschlagen. Du hörst viel Blödsinn über die Bibel, aber mach doch mal deine eigene Meinung, lese doch mal selber drin. Und ich habe dann einfach gemerkt, es gibt mir auch Kraft. Gott erklärt mir Dinge über diese Welt, Dinge, die ich früher nie verstanden habe. Wenn ich jeden Sonntag in die Kirche gehe oder unter der Woche, das muss nicht sein, aber ich kann gehen. Ich kann in die Gemeinschaft gehen, ich kann mit Gläubigen zusammen sein. Mir hat es Spaß gemacht vorhin mit euch da zusammen Gott anzubeten und Gemeinschaft zu haben. Das ist was Schönes, weil wir sind eine Familie. Wir sind eine Familie in Gott und sind deswegen auch einfach dazu gefordert, dass wir Gemeinschaft haben und nicht jeder sein eigenes Ding die ganze Zeit durchzieht. Und ich möchte jetzt noch geschwind zum Abschluss meiner Predigt noch geschwind was aus meinem Leben erzählen. Viele sagen jetzt vielleicht, ja gut Manuel, du erzählst da jetzt halt viel von Bibel und von Jesus und sowas und ja, das kann ja schon sein, vielleicht stimmt es auch wirklich, vielleicht gibt es den auch wirklich, aber was soll mir das persönlich bringen? Ich meine, das war jetzt vor ein paar tausend Jahren und irgendwie auf der Welt sieht es immer noch ziemlich düster aus und irgendwie weiß ich nicht, ob ich was damit anfangen soll. Ich habe vor circa 6 Jahren, habe ich mich für Jesus entschieden. Vor 6 Jahren, da war ich nur 18, da war ich nur jung, jetzt bin ich schon 24, aber als ich noch so jung war, wie manche andere, da bin ich damals noch, habe ziemlich viel Mist gemacht, habe halt gedacht, man muss viel ausprobieren. Ich möchte es nicht alles jetzt hier aufzählen, aber ich sag mal, ja, hier und da mal rumrandaliert und habe hier und da was geklaut und ziemlich viel Blödsinn gemacht, kam mal mit der Polizei in Konflikt. Und ich habe halt damals gedacht, gut, du brauchst den Gott nicht, das bringt dir ja nichts. Der ist schon, ich glaube schon, dass es ihn gibt oder so, aber wenn ich jetzt an ihn glaube, dann muss ich so frommes Leben führen. Und ich will lieber sonntags ausschlafen als aufstehen. Und ach, ich weiß auch, heute Bibel lesen, ich habe es mal versucht, aber es hat mich dann nicht so interessiert. Und habe gedacht, das bringt auch nichts. Und ich war damals auch so drauf, dass ich gesagt habe, das ist alles irgendwie so, ja, ich glaube, es gibt nicht wirklich Leben. Ich glaube, es ist besser, ich gehe in Diskos, es ist besser, ich gehe da und dahin. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass das falsch ist, wenn man das macht. Nur habe ich damals gedacht, mit Gott leben ist was Langweiliges. Das ist was für alte Leute oder es ist halt was für welche, die wohl nichts im Leben, nichts Gescheites haben. Schwächlinge oder was weiß ich, was für welche. Und ich habe ziemlich viel Mist gemacht eine Zeit lang. Und irgendwann kam eben dieser Mist dann doch eben raus und ich habe ziemliche Schwierigkeiten bekommen. Und da ging es mir halt doch so, dass ich auf einmal angefangen habe, doch nach Gott zu schreien. Da habe ich auch gedacht, jetzt komme ich selber nicht mehr klar mit dem ganzen Quatsch. Und dann habe ich damals betet und habe gesagt, Gott, hilf mir irgendwie, mach irgendwas. Und Gott hat mir dann da geholfen in dieser ganzen Zeit. Ich habe viel Probleme gehabt, sage ich mal, mit der Polizei, bin sogar vor Gericht gekommen. Und ich habe auch Strafe bekommen für die Straftaten. Aber es ging gerade so gut aus, ich konnte mir Ausbildung behalten und musste nicht irgendwie jetzt auch aus der Firma geworfen werden oder habe da jetzt nur irgendwie Knast müssen oder so, sondern es ging halt gerade so aus, ich musste halt den Schaden erstatten und so.
Und in dieser Zeit war ziemlich viel los. Ich habe jahrelang in meiner Jugend chronische Kopfschmerzen gehabt. Ich musste immer am Wochenende Schmerztablette, also vor allem am Wochenende Schmerztablette nehmen. Nicht, weil ich mich so besoffen habe, sondern einfach, weil es am Wochenende immer bei mir auftreten ist. Und dann musste ich immer Schmerztablette nehmen und es ging jahrelang so. Und als ich mich dann für Jesus entschieden habe und gesagt habe, komm Herr, ich möchte jetzt mit dir leben, komm du in mein Leben, ich möchte das jetzt festmachen einfach, habe ich angefangen zum Beten und habe gesagt, komm Gott, jetzt glaube ich doch an dich und du bist doch in meinem Leben. Du redest in der Bibel, ich habe da nicht viel gelesen damals am Anfang, aber ich habe gewusst, der hat doch irgendwie auch schon Leute gehabt. Dann habe ich gesagt, komm, mach du doch auch was in meinem Leben. Und dann habe ich betet. Und dann ist das Kopfweh weggegangen. Und gut, jetzt kann man vielleicht sagen, ja, das war halt Zufall. Das Problem ist, dass dann kam es nach ein paar Tagen mal wieder. Dann habe ich wieder betet und es hat wieder aufgehört. Ich muss keine Schmerztablette nehmen. Und es ging so ein paar Wochen. Und ich habe irgendwann gesagt, ihr habt Schnauze voll jetzt. Also entweder funktioniert es jetzt oder es funktioniert halt nicht. Aber ich will nicht mit den Tabletten da drum machen, weil es ja auch nicht so gesund ist. Und dann habe ich noch intensiv betet. Und das heißt in der Bibel, dass uns Gott Autorität gibt, wenn wir an ihn glauben. Es ist nicht nur so, dass wir arme, schwache Menschen sind und hier rumstehen und einfach vor uns hinleben, sondern Gott gibt uns auch Kraft, Autorität, was zu machen. Und ich habe dann einfach wirklich im Namen Jesus betet für meinen Kopf. Und dann habe ich diese Kopfschmerzen dauerhaft aufgehört. Und ich habe diese Tablette nie wieder gebraucht. Vielleicht mal, wenn das Besonderes war, wenn ich mal den ganzen Tag nichts getrunken oder gegessen habe, wenn ich mal krank war. Aber es war nämlich diese chronische Kopfschmerzen. Es war halt was anderes dann, ja. Und so habe ich schon viel erlebt, auch andere Gläubige. Wenn man schon irgendwelche Krankheiten hatte oder Sachen, wo der Arzt gesagt hat, er kann nicht mehr viel machen oder sowas. Ich habe immer wieder Leute kennengelernt, mir haben gebetet und sich oft zum Guten ausgegangen. Nicht immer, aber Gott ist einfach jemand, der sich erbarmen lässt. Gott möchte einfach in unserem Leben wirken. Und er möchte einfach in unserem Leben was tun. Ich möchte nur ein Beispiel sagen. Damals, als ich in dem Gerichtsfall war, habe ich ein ziemlich teures Auto gehabt. Und nachdem uns eben die Polizei alles weggenommen hat, weil ich eben gewisse Tatwaffen besessen habe, und die ziemlich viel kostet haben und das mein ganzes Geld war, wo ich ausgegeben habe und die das alles mitgenommen haben, habe ich nichts mehr gehabt. Geld war weg, die Sache war eben weg, somit war das Geld weg und ich war in der Ausbildung, ich habe viel Geld zurückzahlen müssen für den Schaden, wo ich angerichtet habe und jetzt hatte ich eben noch mein Auto. Okay, was machst du halt? Musst du halt das Auto verkaufen. Ja, was war jetzt? Das Auto will kein Mensch haben. Ich habe es ins Internet gestellt, ich habe es überall ausgehängt, keiner hat sich gemeldet, ein paar haben sich ab und zu mal gemeldet, aber sie nie kommen. Und dieser Gerichtsprozess kam immer näher in den Bus, wenn ich das Geld jetzt nicht bald habe, vielleicht muss ich dann ins Gefängnis. Und ich war so aufgerieben und habe gedacht, das gibt's doch nicht, da machst du die ganze Zeit rum und es bringt nichts. Und irgendwann, als ich mal eben mit unserer Firma auf so einer Art Freizeit war, das war eben ein, zwei Wochenende voll, bevor der Gerichtstermin war, da bin ich da geguckt, da habe ich die ganze Zeit Gedanken gemacht, habe Zweifel gehabt und habe gedacht, ist ja alles so blöd, jetzt bin ich gläubig, jetzt bin ich schon ein Jahr dabei, aber irgendwie jetzt, was soll ich bloß machen? Und dann habe ich damals einfach gesagt, okay Gott, ich gebe es dir jetzt einfach ab, ich gebe es dir in deine Hand, mach du doch irgendwas. Ich habe dieses Gebet gesprochen, ob ihr mir es glaubt oder nicht, ist mir egal. Nach 10 Minuten hat das Telefon klingelt. Da ruft ein Mann an, aus Lohnsee war der. Da sagt, er hat Interesse an meinem Auto und ich war halt in den Wochen in Leipzig. Da habe ich gemeint, ich komme halt erst am Montagabend. Ja, er will sich das anschauen. Und da habe ich gesagt, ja okay, treffen wir uns halt. Und da habe ich gedacht, kann es jetzt sein, dass der wirklich kommt, die anderen sind nicht gekommen, so knapp vor dem Gerichtstermin klappt es noch. Tatsächlich, der Mann kam an dem Montag, hat das Auto angeschaut, es hat ihm gefallen und an dem Dienstag hat er dann das Geld gebracht, das Auto mitgenommen und ich habe damals noch 4.500 Euro auf die Hand gekriegt. Ich habe gemeint, ich bin im falschen Film. Ich bin dann in meine Wohnung hochgelaufen und habe gedacht, das gibt's nicht. Es hat tatsächlich funktioniert, jetzt auf einmal. Wochenlang habe ich versucht, was ich kann, es hat nichts gebracht. Und als ich einfach gesagt habe, Gott, mach du einfach jetzt voll, ich kann nicht mehr. Mir ist das alles zu schwierig, es funktioniert einfach nicht mehr. Ich bin bald im Knast, wenn es so weitergeht. Zack, 10 Minuten später ruft einer an und der Mann kam auch wirklich. Und so habe ich immer wieder erlebt, wo ich mich auf Gott gestützt habe, dass ich nicht runtergebrochen bin, sondern diese Stütze hat mir geholfen. Und ich möchte nicht mehr umdrehen. Ich bin ein sehr kritischer Mann, meine Freundin kann das bestätigen. Ich bin ziemlich Perfektionist und mein Handy spackt zurzeit rum, deswegen bin ich wieder überlegen, was Besseres zum Kaufen und weg zum Schmeißen und so weiter. Und ich bin da ziemlich nervensägend sowas. Wenn der Glaube an Jesus die letzten Jahre mir nichts gebracht hätte, wäre ich abgehauen. Wäre mir egal gewesen, hätte ich mal halt vielleicht andere Religionen oder was anderes gemacht. Aber ich bin immer fester geworden in der Sache. Ein Kollege sagt zu mir, ja, du bist Gehirn gewaschen. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin Gehirn und Herz gewaschen. Jesus hat bei mir alles gewaschen. Hat mein Herz gewaschen von der Sünde, hat meine Gedanken gewaschen, weil sie unrein waren. Und ich bin einfach gewaschen durch das Blut von Jesus Christus. Er hat mein Leben verändert. Und Jesus möchte einfach jeden Menschen verändern, der, wo ihn in sein Leben hineinlässt. Zum Abschluss von diesem Gottesdienst möchten wir noch zusammen ein Lied singen. Wird die Band vielleicht wieder hochkommen, bitte? Stellt euch schon mal auf. Und solange sich die Band eben positioniert für das letzte Lied, würde ich einfach jetzt nochmal für uns alle beten.
Und ich möchte einfach das Angebot machen für die Leute, die jetzt sagen, okay, mir wird mal noch ein paar Sachen interessieren über den Glaube oder man soll für mich beten oder ich habe gerade in der Familie jemanden, der wo krank ist, bete doch bitte für den oder es gibt irgendwas. Kommt einfach auf uns zu, auf die Leute, wo hier oben gestanden sind, auf mich oder hier vorne sitzen noch ein paar, könnt ihr gerne auf die zukommen. Und jetzt bete ich noch geschwind. Vielleicht stehen wir dazu zusammen noch auf. Ja, Herr, wir danken dir einfach in dem Namen von Jesus, dass du deinen Sohn gesandt hast. Wir danken dir, Herr, dass du wirklich uns das Leben gibst. Und wir danken dir einfach, dass wir einschlagen dürfen und dass es nie zu spät ist und dass wir immer in deine Hand einschlagen dürfen, dass du uns ziehen willst. Und ich möchte jetzt einfach beten, dass du einfach diese ganze Versammlung, jetzt hier die Menschen, die heute Morgen hier sind, die auch noch kommen, und einfach alles segnest, Herr, mit deinem Frieden. Und ich bete dich einfach, Herr, dass ja wirklich jeder das in seinem Herz prüft, ob er nicht wirklich mit dir in diese Beziehung kommen möchte. Und ich bitte einfach, Herr, segne du alle Menschen, die jetzt heute hier sind. Und berühre du jedes Herz, lass du niemand allein. Und wir danken dir einfach, Herr, dass du groß bist. Und ich danke dir, dass du in unserem Leben wirkst und dass du in andere Leben auch wirken möchtest. Danke, Herr, für dein Angebot und danke, Herr, für deine Freundlichkeit. So segne mir diesen Platz in dem Namen Jesus. Und wir danken dir, dass du der Herr bist und dass du wiederkommst, Herr. Amen. Amen.